Scheine für Vereine. Irgendwas klingt falsch, ne? Ich übe noch ein bisschen. Aber ich habe schon erzählt, Blockflöte war nicht mein Instrument als Kind. Aber es gibt ja einen wunderbaren Verein, nämlich den Musikverein in Dämmensingen. Und der bringt Kindern mit viel Leidenschaft und ganz viel Spaß unter anderem Blockflöte spielen bei. Und wir dürfen heute nicht Kindern Blockflöte beibringen, sondern wir dürfen heute eine kleine finanzielle Unterstützung an den Musikverein in Dämmensingen übergeben, denn ihr habt gewonnen bei Scheine für Vereine. Neben mir jetzt der Vorstand. Bei euch muss ja einiges renoviert werden oder spült ihr gerne von Hand? Ja, also ich glaube, das ist weniger der Fall, dass man gerne mit Hand spült. Und wie gesagt, da ist so eine kleine Spende ganz toll, weil das sind ungeplante Ausgaben. Und ja, wir hoffen, dass wir sie vielleicht nochmal reparieren können. Wenn nicht, dann wird es ganz arg teuer, aber zumindest diese kleine Spende hilft uns sehr weiter und dass wir nicht von Hand spülen müssen. Ja. Also das ist eine alte Spülmaschine, muss man nochmal erklären. Die Decke muss irgendwie auch noch schalldichter oder besser gemacht werden. Instrumente gibt es auch mal zu reparieren und für die Jugend kann man was tun. Also da können wir euch gerne unterstützen. Ja, wunderbar, Ausgaben ohne Ende und da sind wir für jede Spende dankbar. Damit ihr euch auch wieder nur aufs Musikmachen konzentrieren könnt. So schön wie das jetzt hier gerade war, ist das nicht herrlich. Aber da fehlt noch was, und zwar der große Scheck. Frau Gül! Ja, das ist doch wunderschön. Frau Gül von der Sparkasse, ein riesen Scheck. Ich sag nochmal herzlichen Glückwunsch und jetzt einen großen Applaus! Scheine für Vereine.